Es heißt ja, dass es diese Season deutlich schwerer sein soll, Unreal zu erreichen. Und ich, als durchschnittlich guter Spieler, der die letzten drei Seasons ohne Probleme Unreal in Zero Build und Build erreicht hat, probiert nun wieder mit einem festen Duo-Mate so weit zu kommen, wie es geht. Na gut, das dachte ich zumindest. Wie ich es aber wieder solo geschafft habe und was meine Strat diese Season ist, durch die ich for real 80% meiner Games nur Plus gemacht habe, findet ihr im Laufe des Videos. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, welchen Rank ihr momentan habt. Und es würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und den Kanal abonniert, denn wir sind kurz vor den 10k. Ansonsten, let's go. Bring dir so ein Windding mit. Ja, einer fliegt direkt nach unten, sein anderer Teammate ist hier unten gelandet. Hab ihn knockt. Der andere hab ich cracked. Nice. Der andere ist One-Shot da vorne. Na, der knockt es oben drauf. Der knockt es hier oben auf dem Dach. Du könntest auch zu mir rüberkommen. Ich fahr, glaube ich, nochmal kurz den Berg hoch. Die eine Kiste oben nicht gelöst. Dann kann ich nochmal checken. Er ist hier close bei mir, grad. Sehr schön. Nachdem wir unseren Spot gekleert und gelootet haben, ist normal unser Plan, Brawlers Battleground zu contesten und das Medaillon zu holen. Jedoch sind die Gegner schon durchgezogen mit dem Medaillon. Ich move schon weg, ne? Die haben gelootet und ziehen durch, ne? Ich würde aber noch gucken, ob die irgendwas bei den Godchats liegen gelassen haben. Das sind 8 Waffen und die werden selten nicht 8 dieser Waffen mitnehmen. Obwohl sie schon abgehauen sind, hatte ich recht und manche Kisten waren unlootet, was uns einen extremst großen Waffenvorteil gebracht hat. Also haben wir weiter Mats gefarmt und überlegt, wie wir das Midgame spielen. Der Lumpus wurde nicht gemacht, ne? Wir könnten hoch, rechts. Zeus haben wir ohne Probleme geholt und daraufhin ging der Tresor an, weshalb wir in die Richtung gefahren sind. Ich höre Steps, links. Ah, Gegner. Hinterm Felsen ist einer. Der Onmi ist einer. Oh, wir fighten gegen zwei verschiedene, es sind zwei verschiedene. Achtung, ich komme zu dir. Ne, ich komm zu dir rüber. Es sind zwei verschiedene Teams. Ein Headshot Snipe. Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob ich von der Seite oder von ihm gehittet wurde. Correct. Die anderen sind beim Tresor eingebaut, ich brauche du hier. Ja, ich kann dir hier links. Einer muss raus, Zaus, zwei Move raus. Einer 116, im Wind, Windrad. Hab ihn. Cracked. Ganz gut. Einer ist vor mir. Meinst du, dass du den oder? Ich weiß nicht. Wegfahren, abfahren, dann ist es weg. Ne, ist noch einer. 100, cracked. Ich könnte fissen und wir jumpen von oben rein. Checkst du? Oder nee, wir gehen zum Reboot, ja, das ist ein Reboot. Ja, Reboot. Hat nicht genug Metz. Nice. Teammate fährt da ganz hinten. Da das der Gegner war, den wir vorher geholt haben und diese direkt nach dem Fight gerebootet haben, gehen wir davon aus, dass es nochmal passiert und bleiben in der Nähe. Woraufhin wir auch auf ein anderes Team gestoßen sind. Hier vorne ist noch welcher, vor mir. Okay. Headshot Snap. Nice. Oder dieser will er in den fucking Bildfight. Sehr schön, stark. Das ist komplett wieder gerest, ja, das wieder hin. Ich komme hinterher. Im Wasser und ist ausgestiegen. Musste aussteigen. Ja, vor mir fährt er. Hast du den geschossen? Da wir langsam ins Late Game kommen, wollten wir seinen Teammate auch endlich mal eliminieren. Und seht einfach selber. Ja, hier oben, One Ping. Ah ja, ich seh. Ich komm von hinten kommen, irgendwie. Ah ja, ich seh ihn. Ich seh ihn auch nicht. Er fährt wieder runter. 110 in der Luft. Also, das ist Synergy, das ist du Synergy, ich call's, Alter. Ich werde keine Streifen zum Berechnen, wie viele Meter, also ich weiß nicht, wie viele Meter das sind, aber ich kann nicht mit Streifen berechnen. 100? Correct. Soft. Ich wurde gesniped. Ich hab keinen, Ja, der fährt weiter, obwohl er genockt ist. Digga, ist das crazy. Ja, what the fuck? Sind die beide da unten? Ja. 106 von uns, fährt lang. 25 nochmal, ich wollte hinterher. Ich wollte nochmal hinten gesniped. Ja, wir sind gerade relativ viel. Ich hab nochmal 116 noch rein. Ich zieh durch, probier auch durchzuziehen. Wir fighten das Late Game einfach. Ja. Nachdem wir uns hochgeheilt haben, haben wir auch Leute im Tunnel gehört, was es noch einen Free Refresh gegeben hat. Die kommen jetzt. Knocked. Great. Das ist oben auf dem Berg da, wenn wir können. Wir wussten, eine sichere Position in der Zone gibt uns einen Vorteil, also war auch der Plan, auf High zu spielen. Ja, wollen wir Heights uns taken? Ja, wir müssen ihn pushen. Lass connecten, das ist am besten sogar von uns. 33 gedrückt. Crack in der Luft, nein, lass ihn. Hab ihn. Warte, wir haben ihn geschossen. Okay.
Ich hab nichts gesehen. Schön für dich hast du. Ja, schau dir dieser Eistyp, Alter. Plus 9. Da das das letzte Game an diesem Abend war, ging es am nächsten Tag weiter. Und da einmal Shoutout an Saftpressen, da dieser mir etwas geschenkt hatte. Und ich selber habe auch noch mit dem Creator-Code AceCutie, den ihr auch benutzen solltet, ein Geschenk an einen Zuschauer geschickt, da dieser im Discord bei dem Clip-Contest teilgenommen hat. Und dann ging es auch schon weiter. Aber heute will ich Plus machen, sonst kommt man nicht voran, Digga. Unreal jede Season, Digga, aber die Season kein Unreal, du checkst du? Wir sind Anko-Teste, ne? Zipline, Zipline, gerade nach oben, Zipline nach oben. Ich seh nur einen. Cracked. What? Verhackt. Hier ist unten. 41er Shotlet. Okay. Sehr schön. Wir haben uns wie immer hochgelootet und sind dann zu Brawlers, wo zu unserem Glück sogar noch unlootet war. Jedoch kamen zwei Spieler, die wir schnell ausgeschaltet haben. Anderer knockt. Nice, anderer Zombie. Amen. Boah, super. Also wurde sich das Medaillon gesnackt und wir hatten für den Tag eine neue Strat geplant, die uns jedes Game einfacher macht. Aber seht selber. Also wir könnten da probieren reinzuklingen, aber wir haben jetzt halt übel set das Late Game schon, weißt du? Weil die sind hier vorne, on ping, bei dem Haus. Okay. Einer 120 und ein Crack im Tunnel. Der andere ist links im Haus. Nice. Cracked, ich hier kurz. Irgendwas hoch, komm hoch. Cracked nochmal. Da ist nochmal Crack, hab ihn. Da hinten schießt irgendwo, von hinten schießt irgendwo einer. Ja. Ja, lass mal riften und schauen, wenn oben zu viel ist, dann... Ja, das ist zu viel. Ja, lass dann die Zone fliegen. Hinter dem Baum jetzt, 180. Oh, down. Nice. Und so, wer es jetzt noch nicht erkannt hat, wir haben das Early Game überlebt. Und im Mid Game spielen wir für die Sturmvorhersage. Zum Late Game hin rotieren wir dann früh zur nächsten Zone, um so Mats zu sparen und die bessere Posi beizubehalten. Wenn man das richtig macht, ist es eigentlich unmöglich, dadurch Minus zu machen. Da man dadurch alleine gute Placement-Punkte holt. Der muss noch drin sein. Der ist noch drin, der hielt gerade. Komm. Sehr nice. Ich will wieder mit der Zone rotieren. Die zieht nämlich komplett durch, durchpressen. Lass halt. Hab halt. Ja. Einer hat knockt unten im Tunnel. Aber noch ein Kill. Und im Tunnel noch? Noch einer. Nice, sehr schön. Hab ihn. Willst du, kannst du uns Minis droppen und ich droppe dir im Gegensatz mit Bananen hier? Weil wenn wir hier drauf gehen, machst du einfach mit Bananen. Ist auch besser. Okay. Sehr schön. Der schießt jetzt, der spreeft. Der hat nichts, der healt nicht. Er ist nicht am Healen. Er ist tot. Nice, sehr schön. Erste Runde fix. Wir haben es so lightly ausgespielt. Sehr schön. So, nachdem wir in der ersten Runde mit plus 14 reingestartet sind, ging es direkt weiter in die zweite. Oh, einer ist vor mir. Ich geh nach links ab. Jo. Hey, Gegner, genau hier oben drauf. 24. Ja. Haben kurz noch ein bisschen Holz. Der Onni. Oh. Weg, komm rüber. Stark gespielt. Die Runde lief nicht ganz nach Plan, jedoch konnten wir uns bis zum Late Game durchschlagen und haben entspannte plus 4 bekommen. Geh kurz auf Toilette, bin gleich wieder da, du kannst doch Schatzkarte annehmen. Ist ein Gegner da? Yep. Ich hatte uns überlegt, Tür auf, oben rauf, rechts gleich mit Wind, weißt du? Kann man machen. Nee, das hört sich einfach nach unten an. Einer ist hier hinten hinterm Stein. Cracked. Einer ist oben. Bau kurz, hab ihn gut gehittet da. Okay. Jank, Ding gespielt, goldene Sniper. Lecker. Einer 120, hat's aber nicht geschafft. Oh, down. Nach dem Fight sind wir wieder zu Olympus wegen dem Zeus-Medaillon gegangen und wir haben einen Play gemacht, wo ich nicht erwartet hätte, dass dieser funktioniert. Oh, ich kann gleich einen Headshot snipen, maybe. Einer hat down. Nice. Wir können den Move machen, dass du durchziehst, der denkt, dass dadurch, dass wir die Marke haben, dass wir beide weg sind und ich bleibe jetzt in der Form. Dann mach du kurz dein Windding an und ich mach meins auch an und dann. Ja. Fuck, wenn du irgendwas hörst. Ja, ist bei mir. Sehr schön, gut. Geh jetzt aufs Klo. Mach das. Fix. Bin da. Über uns. Er checkt, aber er weiß nicht, dass wir drinnen sind. Doch, was? Er checkt, oder? Nein, er hat gecheckt, aber ich habe keine Steps gemacht, nichts gemacht. Er checkt. Doch, jetzt. Hat er gesehen. Okay, wollen wir einfach abhauen mit Luft? Ja. Alter. Nachdem wir da fast unser Game geworfen haben, hatten wir wieder den Plan, im Late Game auf High zu spielen. Ich würde mich aufs Dach da vorne setzen. Ja. Und so, sind zwei. Pushen hoch, oder? Pushen hoch. Einer cracked. Wir werden gepusht. Ja, ein Cat-Formal-Skin ist cracked. Okay.
Na, 78. Ich glaube, es ist ein Sniper von rechts oder so, ne? Einer 100 irgendwo. Ja, ein Solo und ein Team. Ich glaube, der schwarze ist das Black Cat Skin unten, der ist alleine. Der, ja, die fighten unten. Das ist den schwarzen am Leben, nice, Session. Jetzt? Ich kann nicht, glaube ich. Das ist der letzte, der ist in der Zone, ne? Ich droppe runter. Hab ihn. Sehr schön gespielt, Alter. Oh mein Gott. Plus 13%. So Leute, das war's mit dem ersten Part. Ich habe so dermaßen viel Gameplay, was ich noch runterschneiden muss. Jedoch ist momentan einfach gutes Wetter und Zeit habe ich auch nicht so viel. Deswegen hoffe ich, es reicht euch das Video. Schreibt gerne einen Kommentar für den Algorithmus und man sieht sich im nächsten Part.